hier so? Das ist ein indonesisches Räucherstäbchen. Soll gegen Geister der Unterwelt helfen. Geister der Unterwelt. Du fängst schon an wie mein verrückter Uronkel Theobald. Wieso? Der hat auch an übersinnliche Phänomene geglaubt und sein Leben lang nach einem Serum geforscht, das ihn unsichtbar macht. Und? Er ist tatsächlich irgendwann mitsamt seinen Laborgeräten auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Oh, unheimlich. Vielleicht ist er noch als Geist unter uns und wir sehen ihn nicht. Ach was, der ist einfach durchgebrannt. Hatte lauter Schulden. Hast du es gesehen? Dein Uronkel hat uns gehört. Und sein Geist ist noch hier. Quatsch. Schau mal, die Uhr. Geisterstunde. Wir glauben, alles zu wissen, alles zu kennen. Trotzdem begegnen uns immer wieder merkwürdige Phänomene, die wir uns ohne weiteres nicht erklären können. Was ist dran an den Geschichten von Geistern und Gespenstern? Können wir durch die Macht unserer Gedanken andere beeinflussen? Und gibt es UFOs tatsächlich? Kommen Außerirdische aus dem All zu uns auf die Erde? Das sind Manuel und Fabio. Die Zwillinge selbst sind ein Phänomen. Zwei nahezu identisch aussehende Menschen. Die Brüder wollen einigen spannenden Phänomenen einmal auf den Grund gehen. Erstaunliche Phänomene begleiten uns durch den ganzen Tag, oft ohne dass wir sie bewusst wahrnehmen. Schon früh morgens gleich das Erste. Wir schlagen die Augen auf und sehen unsere Umgebung. Ein echtes Phänomen. Denn schließlich müssen wir alle paar Sekunden für einen winzigen Moment beide Augen schließen, sonst würden sie austrocknen. Dass wir das nicht bemerken, verdanken wir unserem Gehirn. Es unterbricht kurz vor dem Blinzeln die Informationsaufnahme, um die Dunkelheit nicht ins Bewusstsein dringen zu lassen. Beim Anziehen das nächste Phänomen. Obwohl unsere Haut die Kleidung ständig fühlen müsste, spüren wir sie gar nicht. Unser Gehirn blendet alle unwichtigen Reize aus, weil es sonst zu sehr damit beschäftigt wäre, ständig unzählige Sinneseindrücke zu verarbeiten. Die Kleidung auf der Haut spüren wir nur, wenn es nötig ist, zum Beispiel, wenn die Socke verrutscht ist. Der Turm der Sinne in Nürnberg. Hier werden Manuel und Fabio erfahren, wie uns unsere Wahrnehmung täuschen kann. Bei uns zu Hause spukt's. Wir brauchen einen Geisterjäger. Aber Tess, es gibt keine Geister. Ach ja? Und warum bist du dann auch abgehauen? Ich bin nur hinterher, um euch zurückzuholen. In unsere Spukwohnung bringen mich jedenfalls keine 10 Pferde mehr. Für die meisten seltsamen Phänomene gibt es eine ganz einfache wissenschaftliche Erklärung. Niemals! Du wirst sehen. Komm mit. In diesen ollen Turm? Wenn es da mal nicht auch spukt. Jeder hat es schon einmal erlebt. Wir sehen etwas, was gar nicht da ist. So etwas nennt man optische Täuschung. Was wir sehen, vergleicht unser Gehirn immer mit dem, was es schon kennt. Es interpretiert eine Situation blitzschnell so, wie sie nach seiner Erfahrung am wahrscheinlichsten ist und kann sich dabei gründlich irren. Ein Beispiel. Fabio stellt sich vor eine gestreifte Wand. Seine Aufgabe ist einfach, er soll still stehen bleiben. Aber das klappt nicht. Sein Gehirn meldet ihm nämlich, Vorsicht, die Welt bewegt sich. Du musst dich mitbewegen. Und korrigiert über den Gleichgewichtssinn die Körperposition. Mit dem Ergebnis, dass er umfällt, statt stehen zu bleiben. Manuel und Fabio auf dem Weg zum nächsten Phänomen. Aus einem bestimmten Blickwinkel betrachtet, erscheint uns dieser Raum vollkommen normal. So wie wir Zimmer eben kennen. Aber was ist das? Manuel und Fabio sind darin plötzlich unterschiedlich groß. Die Lösung?
Im sogenannten Ames-Raum, so benannt nach seinem Konstrukteur, ist alles völlig schief. Das Zimmer ist trapezförmig verzerrt und kein einziger Winkel darin ist rechtwinklig. Die hintere Wand verläuft schräg nach vorne. Boden und Decke sind schräge Ebenen. Manuel steht in der rechten Ecke weiter vom Betrachter weg und erscheint dadurch kleiner als Fabio links. Die unterschiedlichen Entfernungen der beiden erkennt unser Gehirn aber nicht. Es glaubt ja an einen normalen, rechtwinkligen Raum. Wir glauben also eher, dass Manuel beim Gang von einer Ecke zur anderen schrumpft bzw. wächst, als dass der Raum nicht wirklich rechtwinklig ist. Es ist verblüffend, wie leicht wir uns täuschen lassen. Diese beiden Tischplatten können unmöglich deckungsgleich sein. Schließlich ist der eine Tisch länglich, der andere eher quadratisch, so denken wir. Trotz der scheinbar unterschiedlichen Form sind beide aber exakt gleich. Was uns täuscht, sind die perspektivisch gezeichneten Linien, die den räumlichen Effekt erzeugen. Lässt man sie weg, wird es klar. Sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken. Unsere fünf Sinne lassen sich allesamt täuschen. Aber wie steht es um den sechsten Sinn, das sogenannte Übersinnliche? Können wir zum Beispiel einen Menschen allein mit der Kraft unserer Gedanken beeinflussen? Ich hab's immer gewusst. Ich bin doch die Größte. Von wegen. Alles optische Täuschung. Siehst du, für jeden Spuk gibt es eine einfache Erklärung. Auch dafür, dass dein Uronkel einfach so verschwunden ist? Quentin verschwindet jedenfalls ohne Spuk und Zauberei. Oder hast du eine Ahnung, wo er ist? Quentin ist weg? Da hat bestimmt der Geist deines Uronkels die Finger im Spiel. Unsinn! Er kann nicht weit sein. Das spüre ich. Wissen wir mir lieber als spüren. Wart's nur ab! Die Zwillinge sollen ihre Zimmer aufräumen. Manuel ist der ordentlichere von beiden und schon fertig. Fabio ist zwar unordentlich, aber raffiniert. Er will durch Hypnose bewirken, dass sein Bruder für ihn aufräumt. Mit einer alten Taschenuhr versucht er, ihn in Trance zu pendeln. Funktioniert das? Kann man jemandem in Hypnose befehlen, etwas zu tun, was er vielleicht gar nicht tun möchte? Räum mein Zimmer auf. Fabius Plan scheint aufzugehen. Doch der Zwillingsbruder spielt nur zum Schein mit. Komm, gehen wir. Vergiss es. Trotzdem, Hypnose gibt es wirklich. Sie hat nichts mit Magie oder Zauberei zu tun. Sie bewirkt den Zustand der Trance, in die fast jeder Mensch versetzt werden kann. Es gibt Hypnotiseure, die in Shows ihr Publikum in wenigen Sekunden hypnotisieren. Die Versuchspersonen wirken wie schlafend, aber sie sind aufmerksam und können ganz normal reagieren. Diesen angenehmen Zustand. 3, 2, 1. Lauf tief und fest, immer tiefer und tiefer sinkst du in diesen angenehmen Zustand. Und so funktioniert es. Der Hypnotiseur lenkt die Aufmerksamkeit auf einen einzigen Punkt, seine Hand. Die Versuchspersonen konzentrieren sich darauf. Nun genügt ein Fingerschnippen, um alle in eine Trance zu führen. Durch gezieltes Ansprechen und Berühren kann die Hypnose noch vertieft werden. Während das Bewusstsein der Versuchspersonen mit einfachen Aufgaben beschäftigt ist, wie etwa der Stimme des Hypnotiseurs zu lauschen, öffnet sich unbemerkt eine Tür zum Unterbewusstsein. Hier kann der Hypnotiseur mit den sogenannten Suggestionen ansetzen. Dabei beeinflusst er das Unterbewusstsein, also jenen Teil der Psyche, auf den unser Bewusstsein nicht aktiv zugreifen kann. Das griechische Wort Hypnos bedeutet Schlaf. Und tatsächlich ist Hypnose eine Art Schlaf.
tiefer. Einziger Unterschied? Man nimmt sich selbst und wichtige Dinge im Umfeld noch wahr. In Trance kann man den harten und kalten Boden durchaus als weich und warm empfinden, wenn es der Hypnotiseur suggeriert, also der Versuchsperson einredet. Seinen Willen kann er ihnen nicht aufzwingen, aber er kann ihnen Empfindungen suggerieren. Setz dich einfach mal dahin. Schlaf tief und fest. Alle fünf sollen nun spüren, wie sie auf ihrem Stuhl Wurzeln schlagen. Eins, zwei und drei Augen auf alle, dann steht doch mal bitte auf. So sehr sie es auch versuchen, sie fühlen sich auf ihren Stühlen wie festgeklebt. Erst wenn der Hypnotiseur die Suggestion beendet, lösen sich die eingebildeten Fesseln. Die verblüfften Testpersonen können wieder aufstehen. Danke, nimm doch Platz. Auch der Geschmackssinn lässt sich unter Hypnose überlisten. Der Hypnotiseur bereitet ein Mädchen darauf vor, dass sie gleich in eine saure Zitrone beißen wird. Die Suggestion ist so stark, dass sie gar nicht bemerkt, dass sie in Wirklichkeit einen süßen Schokokuss erhält. Die bewusste Wahrnehmung ist ausgeschaltet, das Unterbewusstsein meldet sauer. Und, wie schmeckt sie? Sauer. Am Ende einer Sitzung löst der Hypnotiseur die Trance wieder auf. Niemand muss also befürchten, aus dem entrückten Zustand nicht wieder zu erwachen. Würde die Hypnose nicht aufgelöst, ginge sie in Schlaf über und man würde erwachen, wenn man ausgeschlafen hat. Bei der Zahl 3 angelangt, aber nicht vorher. 1, 2, 3, du bist hellwach. Man kann sich sogar selbst hypnotisieren. Das passiert vielen von uns häufig. Zum Beispiel, wenn wir in etwas so vertieft sind, dass wir die Umgebung völlig ausblenden. So wie bei Fabio. Beim Spielen erscheint plötzlich die Welt des Spielzeugs real. Er ist wie in Trance, also fast wie im Zustand der Hypnose. Kannst du mir mal verraten, was wir hier auf dem Friedhof wollen? Nach Quentin suchen. Der steht hier bestimmt und sucht nach dem Geist deines Uronkels. Fängst du schon wieder damit an? Psst! Um Quentin zu finden, nehme ich mit deiner Hilfe jetzt Kontakt zu deinem Uronkel auf. Oh, Tess! Schau mir in die Augen. Sei ganz leer. Du bist ganz schwer. Lass den Quatsch. Ich sehe etwas. Was denn? Ich sehe ein Gesicht. Es kommt näher. Es lächelt. Es will etwas. Was will es denn? Es will etwas sagen. Es sagt... Quentin! Ich hab doch geahnt, dass du hier steckst! In alten, dunklen Gemäuern spukt es. Gespenster und unheimliche Gestalten huschen durch die Dunkelheit. Auf einsamen Friedhöfen erscheinen nachts geheimnisvolle Geister. Was ist dran an solchen Gruselgeschichten? Spuken zur Geisterstunde wirklich Gespenster durch die Nacht? Immer wieder wird von mysteriösen und unheimlichen Erlebnissen berichtet, so ähnlich wie diese Geschichte. Es ist Mitternacht. Geisterstunde. Da passiert es.
Zuerst erlischt die Kerze durch einen Windhauch, obwohl Türen und Fenster geschlossen sind. Dann flackert und erlischt das Zimmerlicht. Unheimliche und unerklärliche Geräusche dringen durch das Haus, in dem sonst niemand anderes wohnt. Von dem alten Gemäuer Besitz ergriffen? Es wird immer schrecklicher. Plötzlich greift scheinbar eine Hand aus der Wand nach dem Ärmel und ein unsichtbarer Geist lässt den erschrockenen Bewohner des Spukhauses beinahe die Treppe hinunterstürzen. Es eindeutig nicht mit rechten Dingen zu, meint man. Der nächste Morgen bringt Klarheit. Von Spuk kann keine Rede sein. Alles lässt sich natürlich erklären. Kerzen erlöschen manchmal beim kleinsten Windhauch. Und der kann selbst in geschlossenen Räumen entstehen, wenn ein Luftzug durch winzige Mauerritzen oder einen Spalt zwischen Tür- oder Fensterrahmen dringt. Das Licht begann zu flackern, weil es im Stromnetz zu einer kurzen Überlastung kam. Und die ließ schließlich eine alte Sicherung im Haus durchbrennen. Eine fatale, aber simple Kettenreaktion. Und die unheimlichen Geräusche? Beweisen sie nicht die Existenz von Geistern? Keineswegs. Ein Haus besteht meist aus Stein und Holz. Durch die Wärme des Tages dehnen sich beide Stoffe unterschiedlich aus und verspannen. Nachts kühlt alles wieder ab und die Verspannungen lösen sich mit Ächzen und Knarren. Und auch das unheimliche Rascheln und Schmatzen hat eine simple Erklärung. Es wird von kleinen Mitbewohnern verursacht, wie sie in vielen Häusern vorkommen. Marder, Frettchen, Mäuse und Ratten, die beim Jagen und Fressen einige Geräusche machen. Doch wer hat den Hausbesitzer auf der Treppe erschreckt? Wer hat ihn am Ärmel gepackt und ihm das Bein gestellt? Die schreckliche Hand, die ihn am Ärmel gezogen hat, war nur ein hervorstehender Nagel, an dem sich die Jacke verfing. Und gestolpert war der Mann über einen Türstopper, der in der Dunkelheit schwer zu erkennen war. Weltweites Aufsehen erregte der Fall von Vic Tandy. Der Versuchsingenieur an der Coventry-Universität in England hatte zwei Hobbys: die Geisterjagd und das Fechten. So hatte er manchmal auch sein Florett in der Arbeit mit, um in den Pausen Verbesserungen daran vorzunehmen. Als die Putzfrauen von unheimlichen Erscheinungen in seinem Labor berichteten, ließ sich Hobbygeisterjäger Tandy davon nicht beeindrucken, bis er eines Tages selbst den Spuk erlebte. Er fühlte, dass jemand im Raum war. Aus dem Augenwinkel sah er graue Schemen, die aber verschwanden, als er sich nach ihnen umdrehte. Selbst dem abgeklärten Vic Tandy lief es nun eiskalt den Rücken hinunter. Und es wurde noch unheimlicher. Die Klinge seines Floretts begann zu schwingen, obwohl sie doch fest im Schraubstock eingespannt war. Erst durch intensive Nachforschungen fand Tandy die Erklärung für den Spuk. Eine Belüftungsanlage produzierte unhörbar tiefe Töne. Der sogenannte Infraschall versetzte nicht nur die Klinge in Schwingung, sondern auch den Augapfel von Vic Tandy. Die Reizung des Auges verursachte die unheimlichen Schattenbilder im Augenwinkel. Nach dem Austausch der Klimaanlage verschwand auch der Spuk. Viele Menschen haben bei Dunkelheit Angst und ihre Fantasie geht mit ihnen durch. Das liegt zum einen daran, dass wir im Dunkeln schlecht sehen. Vertraute Bilder verwandeln sich in düstere Schatten.
Zudem hängt der Glaube an Geister und Gespenster stark damit zusammen, dass wir uns nicht vorstellen können, dass mit dem Tod alles vorbei ist. In allen Kulturen glauben die Menschen an etwas, was von uns bleibt. Eine Seele, ein Geist. Und wenn etwas zurückbleibt, dann müsste man es auch manchmal sehen oder spüren können, denken wir. Und so wird aus einem Schatten schnell ein schreckliches Gespenst. Auch wenn es meist ganz einfache Erklärungen für den Spuk gibt, einsame und dunkle Orte werden für uns wohl nie ihren Schrecken verlieren. Ach, Theo, nun sei doch nicht beleidigt. War vorhin doch nur ein Späßchen. Mir ist so komisch, Tess. Oh Gott, ich glaube... wehe dir, ich bin es, Theobald. Oh Gott. Theo. Theo kann dich nicht hören, Sterbliche. Ich, sein Uronkel, spreche durch ihn. Hilfe! Auf den Boden, Unwürdige. Du hast alberne Streiche auf Theos Kosten gemacht. Dafür musst du büßen. Gnade, ich tue alles, was sie wollen. Das hört sich gut an. Die nächste Woche übernimmst du den gesamten Abwasch. Oh, du Betrüger! Wie du mir, so ich dir. Sie zählen zu den bekanntesten Phänomenen. UFOs und Außerirdische. Mehr als ein Drittel der Deutschen glaubt an außerirdisches Leben. Und sogar zwei Drittel der Amerikaner sind von der Existenz von UFOs und Besuchern aus dem All überzeugt. Könnte es nicht sein, dass es auf einem der unzähligen Planeten in den Tiefen des Alls Leben gibt? Kein seriöser Wissenschaftler schließt das aus. Doch ob außerirdische Lebensformen ähnlich wie wir aussehen und tatsächlich durch das All reisen, ist sehr zweifelhaft. 1947 hielt die Welt den Atem an. Ein Farmer fand auf seinem Land seltsame Trümmerstücke. Glänzende Materialien, die er nie zuvor gesehen hatte. Militärs von einem nahegelegenen Armeestützpunkt gaben bekannt, dass ein unbekanntes Flugobjekt, ein UFO, über dem Ort Roswell abgestürzt sei. Es kamen Gerüchte auf, dass auch drei Aliens gefunden und vom Militär untersucht worden waren. Viele Jahre später tauchte dann ein Film auf dem die Untersuchung eines Aliens zu sehen sein sollte. Darüber berichteten weltweit Zeitungen und Fernsehstationen. Aber auch dieses Phänomen ließ sich am Ende einfach erklären. Ein englischer Filmproduzent gab zu, die angebliche Untersuchung der Außerirdischen inszeniert zu haben. Der Alien war eine Gummipuppe und das mysteriöse UFO von Roswell entpuppte sich als Überrest eines abgestürzten Spionageballons des Militärs. Wer einen anderen täuschen will, der muss nur ein wenig kreativ sein. Manuel und Fabio zeigen, wie es geht. Ein täuschend echtes UFO kann jeder aus Dingen bauen, die man im Keller und in der Garage findet. Zwei Radkappen, ein paar Schrauben und die richtige Beleuchtung für die fliegende Untertasse. Fertig ist das Flugobjekt für die unheimlichen Besucher aus dem Weltall. Nun fehlt nur noch das Beweisdokument für den außerirdischen Besuch auf der Erde. Dazu muss die fliegende Untertasse gefilmt werden. Die meisten angeblichen UFO-Sichtungen finden nachts statt. Und die Dunkelheit hilft auch den Zwillingen. Denn im Dunkeln sieht man die Angelschnur nicht. Das UFO scheint wirklich zu fliegen. Erst noch etwas wackelig, doch auf dem Video sieht es täuschend echt aus. Die perfekte Illusion.
von einem Besuch Außerirdischer auf der Erde. Seit der Jahrtausendwende melden UFO-Forscher und Behörden einen rapiden Anstieg von unheimlichen nächtlichen Sichtungen rund um den Globus. Die Erklärung für das vermehrte Auftreten der flackernden Lichter ist aber besonders simpel. Sogenannte Himmelslaternen oder Partyballons können mit einem kleinen Brennsatz hunderte Meter hoch aufsteigen und bis zu einer halben Stunde am Himmel leuchten. Dieses mysteriöse Objekt erwies sich als ein Vogel im Flug. Die geheimnisvolle Himmelserscheinung ist der Kondensstreifen eines Flugzeugs. Und hier spiegelt sich einfach eine Lampe in der Kameralinse. Diese Lichterscheinung sorgte 1990 in mehreren Ländern rund um die Ostsee für Besorgnis. Das Rätselraten dauerte Monate, dann war klar, es handelte sich um leuchtende Wärmeziele für geheime Raketentests des russischen Militärs. Astronomen entdeckten mit ihren Teleskopen diese zunächst unbekannten Flugobjekte. Bei genauer Betrachtung erkennt man Luftballons, an denen kleine Grußkarten von Kindern hängen. Das Fazit ist: Fast alle vermeintlich unerklärlichen Phänomene ließen sich bisher erklären. Für Illusionen und Täuschungen ist unser Gehirn zuständig. Und das denkt sich noch immer die besten Gruselstories aus. So, dieses Geistergedöns werde ich jetzt ausräuchern. Von wegen Geister. Wir hatten nur einen Stromausfall. Wie bitte? Hier, unser schlauer Power-Energieversorger hat geschrieben und sich für den Stromausfall entschuldigt. Du meinst... Richtig. Das Licht hat geflackert, weil kurz der Strom ausgefallen ist. Und deshalb hat sich auch die Uhr auf Null gestellt. Habt ihr doch gesagt. Für die meisten Phänomene gibt es eine ganz logische Erklärung. Komisch nur, dass das alles ausgerechnet dann passiert, wenn wir gerade von deinem verschwundenen Uronkel Theobald reden. Naja, Zufall. Vielleicht. Aber man weiß nie.